herzlich willkommen aus der Mondpalast Arena zum Start in die Regionalliga-Saison zwischen dem FC Schalke 04-2 und Rot-Weiß Oberhausen. Herzlich willkommen bei RWO TV, der Emscher-Kanal. Dass das hier heute direkt ein ganz heißes Spiel werden soll, liegt zumindest jetzt noch nicht an den Temperaturen. Es hat gerade angefangen, ein bisschen zu regnen. Wenn vielmehr auch bei unseren Kleeblättern, die einiges aus der Vorsaison gut machen wollen, und an den Neuverpflichtungen von unserem Gegner. So kamen viele Spieler mit viel Regionalliga, aber auch Drittliga-Erfahrung hinzu. Worauf heute aber jede Kamera gerichtet sein dürfte, ist niemand Geringeres als Gerard Asamoah, der insgesamt 323 Mal in der Bundesliga auflief und dabei 50 Tore erzielte. Er soll der neue Leitwolf in der noch jungen Mannschaft werden und hat zudem noch viele andere Aufgaben im Verein. RWO kann hier aber heute definitiv mit breiter Brust auftreten. So verloren unsere Kleeblätter keines ihrer 7 Testspiele, schossen dabei insgesamt 47 Tore. Nicht zu vergessen der 4:0 Testspielsieg gegen den holländischen Erstligisten, den RKC Waalwijk. Auch dank Neuzugang David Jansen, der mit seinem 1,92 Meter vorne im Sturm schon viele Kopfballduelle für sich entscheiden konnte und das auch noch in die Saison unter Beweis setzen soll. Das soll aber erstmal von meiner Seite aus reichen. Ich gebe ab in die Zusammenfassung vom ersten Saisonspiel von Rot-Weiß Oberhausen in der Saison 13-14. Wir wünschen der Begegnung einen guten Verlauf und Ihnen beste Fußballtage für uns.
Dem nächsten Schuss zum 1-0 hält er nicht. Zweite zwei im Auftakt in die Regionalsaison gegen den FC Schalke 04-2. Robert, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, ich denke, wir haben eine sehr gute Anfangsphase gehabt, wo wir richtig viel Druck aufgebaut haben, auch ein paar Chancen gehabt haben, leider kein Tor gemacht haben. Und dann kommt Schalke quasi einmal nach vorne mit einer Flanke. Passiert sowas halt und dann haben wir halt für ca. 15 Minuten mal komplett den Faden verloren, wo dann auch noch das 2-0 fällt. Haben uns dann aber wieder gefangen, noch einen Anschlusstreffer gemacht. Und auch vor allen Dingen die zweite Halbzeit haben wir wieder zurück in unser Spiel gefunden. Wir standen kompakt eigentlich und haben auch jetzt am Ende nochmal riesen Chancen gehabt, wo der Torwart wahrscheinlich auch nicht mehr so oft die Bälle genauso halten wird. Ja, im Endeffekt kann man dann doch mit dem 2-2 dann noch leben. Wie hart ist es bei so einem Wetter dann auch noch, dann einen zweiten Rückstand hinterher zu laufen erstmal? Ja, das ist natürlich besonders hart. Natürlich, wenn man in Führung geht, läuft alles ein bisschen einfacher. Natürlich auch Vorbereitung lief auch ganz gut, aber sobald es in den Wettkampf geht, ist immer was anderes als Vorbereitungsspiele. Ich denke aber, wir haben jetzt einen einigermaßen akzeptablen Auftakt gehabt und darauf können wir aufbauen. Dann. Nach zwei Niederlagen in der Vorsaison ist ein Punkt jetzt erstmal okay, obwohl der Sieg nicht unverdient gewesen wäre. Wenn man von 10 Minuten dreimal den Pfosten trifft, ärgert einen, oder? Ja, ist richtig. Ja, wie gesagt, hatte ich eben schon erwähnt, der Torwart hält auch noch, glaube ich, ein oder zwei Bälle überragend. Ich sag mal, mit ein bisschen Glück, dann gewinnen wir das Spiel noch, drehen das Spiel noch. Ja, jetzt müssen wir mit dem Punkt dann halt leben und können dann aber weiter drauf aufbauen. Jetzt bei uns David Jansen. David, tolle Moral gezeigt, nach einem 2-0 Rückstand, jetzt noch 2-2 in einem Punkt im Auftakt, kann man leben, oder? Ja, ich denke, wenn man den Spielverlauf sieht, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben uns viel vorgenommen für das Spiel, sind, sag ich mal, unglücklich durch zwei individuelle Fehler in den Rückstand gegangen. Aber wir haben eine tolle Moral, wir haben gesagt, wir machen weiter. Wir haben weitergemacht, haben das 2-1 gemacht, das 2-2 gemacht. Und ich denke, am Ende hätten wir den Sieg auch noch verdient gehabt, weil wir am Ende die offensivere Mannschaft war, die galligere Mannschaft. Und wenn wir am Ende gewonnen hätten, wäre das vollkommen zurecht gewesen. Aber ich denke, mit der Punkteteilung kann man am Ende doch ganz gut leben. Du sagst es, drei Pfostentreffer in einem von, glaube ich, 10, 15 Minuten waren das, zwei von dir. Nagt das an einem? Ja, was heißt, nagt das an einem? Also natürlich ist es, denkt man natürlich, warum der eine Zentimeter, wenn der ein bisschen beim Lattenschuss, wenn der ein bisschen tiefer geht, dann ist er drin. Beim Pfostenschuss, wenn er vom Innenpfosten einen Zentimeter weiter nach links springt, ist er drin. Tobi hat die Situation sehr gut, sehr stark gemacht, hält der Torwart sehr gut. Aber ich denke, darauf kann man aufbauen und wie gesagt, tolle Moral von der Mannschaft und in zwei Wochen geht's weiter. Bei deiner Körpersprache vorne denken wir, die Tore werden kommen. Dank dir. Jetzt bei uns Gerald Asamoah. Gerald, 2-2 für beide Mannschaften im Auftakt in der Regionalliga-Saison. Wie hast du den Test gesehen? Ja, schon. Sehr schönes Spiel, klar. Wir sind sehr früh 2-0 in Führung gegangen und Thorsten hat die Roten einfach nicht aufgegeben und die haben es am Ende noch vielleicht noch ein bisschen Glück gewinnen, das Spiel noch. Und deswegen können wir uns glücklich schätzen, dass wir auch noch einen Punkt heimbehalten haben. Hättest du dir selbst jederzeit vorgestellt, wieder im Blau-Trikot zu spielen? Ja, ich wusste, dass ich irgendwann wieder zurückkomme, aber als Spieler glaube ich nicht. Und ich meine, ich habe noch Lust, Fußball zu spielen. Und deswegen war einfach dieses Angebot, da die jungen Spieler was mitzunehmen. Deswegen bin ich da und es macht Spaß, auch erstes Spiel gegen Oberhausen zu spielen. Und ich meine, ich hätte gerne da Punkt mit heimbehalten. Ich finde, wir haben ein richtig gutes Spiel gesehen. Ein interessantes Spiel mit vielen Fehlern natürlich. Wir haben sehr gut angefangen und haben 12, 15 Minuten bis zum Gegentor haben wir eigentlich alles im Griff gehabt. Waren präsent, waren aggressiv und gut, dann fällt das Tor aus dem Fehler und der zweite direkt hinterher. Ja, wir haben eben gesagt, war ohne Abseits, ist aber auch alles egal. Und danach, nach der 2-0-Führung, haben wir eigentlich kollektiv geschlafen. Wir waren immer aggressiv, wir haben alles über uns ergehen lassen, haben Fehler über Fehler gemacht. Und gerade auch so ein Felix Haas, den musste ich in der Halbzeit rausnehmen, weil er vor einer roten Karte stand. Und der zweite war natürlich diese Leistung, die er gebracht hat. So kenne ich ihn eigentlich nicht. Ich kenne ihn immer als zuverlässigen, aggressiven Spieler, der kopfballstark ist. Und der Zweikampf stark ist und der einfach spielt und ist auch kein Problem für mich. Nur war es eben so, dass er da der Unsicherheitsfaktor war, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich ihn auch rausgenommen. Und der Tobi Hötter hat das dann auch sehr gut gemacht. Und ich muss sagen, die zweite Halbzeit
fand ich richtig gut. Wir haben alles wieder im Griff gehabt. Wir sind in die Zweikämpfe gekommen, haben auch dann gut nach vorne gespielt und hatten natürlich drei Riesenchancen, wo ich sagen muss, wird der Torwart in seinem Leben, glaube ich, nicht mehr so oft halten. Solche Bälle, also die waren für mich Weltklasse, wenn man diesen Begriff hier in der vierten Liga benutzen darf. Also wie gesagt, der Torwart hat die Schalker dann im Spiel gehalten. Und ja, als Schlusssatz würde ich gerne noch sagen, dass wir, ich glaube, diese 15 Minuten nach der 2-0-Führung, die haben uns heute zwei Punkte gekostet. Dankeschön. Und dann ist es doch noch ein sehr heißes Spiel geworden. 2:2 endet die Partie zwischen dem FC Schalke 04-2 in Rot-Weiß-Oberhausen in den Start der Regionalligasaison 13-14. Wobei der Siegtreffer zum Ende doch nicht unverdient gewesen wäre. Dreimal Aluminiumtreffer. Wir sehen uns wieder zum Spiel gegen den SC Verl. Wünschen euch damit alles Gute. Tschüss.